So startest du mit 0 Euro dein Affiliate-Business. Ja, das werde ich sehr oft gefragt. Hey Michael, hast du nicht eine Taktik, wie ich mit 0 Euro mein Affiliate-Business starten kann? Und natürlich habe ich so eine Taktik. Dafür bist du jetzt hier. Okay, schauen wir uns das an. So würde ich das zum Beispiel machen. Und es gibt sehr, sehr viele Nischen. Und ja, 0 Euro ist vielleicht ein bisschen irreführend, aber im Wert einer Pizza, beziehungsweise du hast ja vielleicht sowieso ein Handy oder so. Das ist schon ganz cool, wenn du das hast, und natürlich einen Computer. Aber du brauchst jetzt nicht so viel Startkapital und kannst dein Affiliate-Business starten. Und so funktioniert's. Ach, wir müssen natürlich irgendetwas suchen, was wir promoten können. Und es gibt da zwei Einnahmequellen. Also nicht nur Affiliate-Marketing, sondern ich habe noch eine Bonus-Einnahmequelle für dich. Und das schauen wir uns jetzt an. Und es gibt aber so ein paar Fehler, die du immer wieder machst. Oder viele Leute machen das da draußen. Geh nicht in die Geldverdien-Nische, wenn du kein Geld verdienst. Bitte. Für mich einfach so, das sind... Was soll ich dazu sagen? Für mich einfach die dümmsten Leute, die mich anschreiben haben, so ein Affiliate-Blog und oder eine Affiliate-Instagram-Seite und schreiben mich an und sagen, hey Michael, kannst du mir helfen? Ich verdiene kein Geld. Und wollen aber anderen Leuten zeigen, wie man Geld verdient. Mach das nicht. Wenn du Geld verdienst, dann kannst du anderen Leuten zeigen, wie du es machst. Aber nicht vorher. Also mach keine Geldverdien-Nische. Ende aus. Okay, dann starten wir. Hey. Mein Name ist Michael Kotze, ich bin der Rucksackunternehmer und ja, du bist auf dem Kanal Michael Kotze von 0 auf 6-stellig. Also, gerne ein Abo dalassen, gerne die Glocke betätigen, um kein Video mehr zu verpassen. Auch die Videos der letzten Tage und so, YouTube-Einnahmen habe ich offengelegt, mit Pinterest 100 Euro am Tag und so. Natürlich, dieses Video kannst du sehr gut auch mit Pinterest und Co. verbinden. Und nein, wir machen heute keinen Digistore24, da gibt es ja auch ein paar Videos dazu und so. Wir gehen erstmal auf Amazon zum Beispiel und suchen uns etwas raus. Und jetzt, ich habe ja gerade schon gesagt, geh nicht in die Geldverdien-Nische, weil das ist natürlich total dumm. Wenn du kein Geld verdienst und möchtest anderen Leuten das zeigen oder so. Oder du möchtest anderen Leuten teilweise auch Produkte verkaufen und hast die Produkte selbst nicht gesehen und kennst diese Produkte nicht. Das sehe ich sehr oft, weil es gibt da draußen ein paar Videos, wo Leute dann halt sagen, hier, komm hier, kauf Klicktipp. Und die wissen gar nicht, was Klicktipps ist. Und das sieht man dann auch teilweise. Oder hier, ne? Wenn du eine Rolex verkaufen willst oder so, dann, ja, dann zeig die doch in der Kamera und sag hier, ach, guck mal, ist glänzt die nicht schön und keine Ahnung was. Du solltest die Sachen schon kennen und vielleicht sogar besitzen, damit du sie vernünftig promoten kannst. Und für mich immer noch, das Beste ist eine Hobby-Nische. Irgendwas, was dir vielleicht sowieso Spaß macht. Das kann zum Beispiel Gaming sein. Ne? Zum Beispiel könnte ich auch hier diesen Stuhl verkaufen als Affiliate und einen Testbericht darüber machen, so wie der Stuhl ist. Ein Auspackvideo, ein zweites Video und. Und ich sag dir zwei Sachen und in einer Sache gehen wir ein bisschen mehr rein. Die erste Sache ist zum Beispiel Süßigkeiten. Es gibt Süßigkeiten aus aller Welt. Also du kannst hier Süßigkeiten promoten aus, und ich weiß aus Erfahrung, das läuft richtig gut. Die Leute kaufen viele Süßigkeiten, weil manche Sachen bekommt man nicht. Ne? Mittlerweile bekommt man schon ein paar amerikanische Sachen auch in deutschen Geschäften und so, aber im Großen und Ganzen gibt es viele Süßigkeiten-Sachen, die sehr gut laufen. Zum Beispiel hier so eine Box aus Amerika. Du kaufst die zum Beispiel. Ne? Ja, das sind 22,90 Euro, aber du hast ja auch das Gegenwert von den Produkten. Also das ist ja jetzt nicht so schlimm. Du promotest diese Box. Ne? Also wir melden uns beim Partnernet bei Amazon an. Und das ist jetzt eine Sache, die kostet natürlich Geld, aber ich zeige dir gleich noch eine Sache, die kein Geld kostet. Ne? Aber du kaufst diese Box und wir machen nicht nur ein Video, sondern wir machen verschiedene Content-Videos. Einmal die Box auspacken, das erste Video. Vielleicht einfach mit dem Handy filmen. Vielleicht auch ein zweites Mal auspacken, hochkant für TikTok. Und dann packst du die Links halt in dein Profil rein oder unterm YouTube-Video, Instagram, für alle Social Media. Du kannst die Fotos dann halt machen von den Produkten, so wie jetzt hier auch ein eigenes Produkt. Kannst du auf Pinterest posten, kostet auch kein Geld. Aber du kannst damit Geld verdienen. Du kannst jedes einzelne Produkt, da sind 21 Produkte drin, du kannst 21 Produkte in der Kamera halten. Ich habe jetzt kein Produkt, ich habe jetzt meine Kopfhörer hier. Aber das ist jetzt dann halt die Süßigkeitenbox, dieses Sizzler oder so. Hast du wieder ein Foto? Kannst das Produkt auch einzeln promoten? Du machst ein Video, vielleicht hochkant oder so, wo du das Produkt auspackst
Und probierst es und sagst, oh, das ist sehr salzig und so oder sehr süß und keine Ahnung was. Dann hast du hiermit einfach mal bis zu 40 Videos gemacht mit 22 Euro Startkapital. Und kannst das Produkt promoten. Und es gibt ganz viele Sachen und du hast vielleicht auch noch ein bisschen Spaß dran. Es gibt hier noch Sachen aus der Kindheit oder so. Oder so eine Box oder so. Und du sagst, hey, hat sich das gelohnt oder so. Und hier ist noch mal etwas aus Amerika, eine andere Box mit Getränke kannst du das machen, mit sauren Sachen. Das ist natürlich auch cool. Dann halt mit Sachen aus Tokio, Türkei und und. Und wir sehen das hier auch bei den Boxen. Hier gibt es auch wieder 22 Süßigkeiten, Sachen und so weiter. Und du wirst vielleicht sogar bald einen Sponsor finden. Selbst ich habe damals schon Leute gehabt, die mir das gratis geschickt haben. Und ich habe eine ganze Kiste Süßigkeiten gratis bekommen, damit ich ein Video mache und so. Kein Scherz. Also, das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit, wir sind ja sowieso schon beim Partnerprogramm bei Amazon angemeldet, ist eine Nische, wo du halt Spaß dran hast. Das ist deine Hobby-Nische. Ne? Zum Beispiel, du hast schon eine große Lego-Sammlung. Das kann jetzt alles sein. Das kann auch eine Uhrensammlung sein und und. Weil es gibt ja auch Casio-Uhren und so. Tolle Partnerprogramme. Aber wir gehen jetzt einfach mal in die Lego-Nische rein. Welche Nische das dann später ist, ob das Angeln ist oder sonstige Sachen, das ist egal. Es gibt ja genug Nischen. Aber das Beispiel ist halt heute Lego. Und wir können diese ganzen Sachen promoten und damit Geld verdienen. Und jetzt ist es so, dabei ist es noch so, vielleicht hast du in deinem Netzwerk Freunde oder so, die auch Lego-Sets haben. Das heißt, du musst die ja nicht alle selbst besitzen, du kannst die ja auch ausleihen von Freunden. Das ist nämlich auch noch etwas. Ne? Zum Beispiel, wenn du jetzt hier ein Technikblogger bist und willst hier mein Funkmikrofon haben, dann könnte ich dir sagen, ja, komm, hol es ab vielleicht und dann mach ein Review über das Funkmikrofon und dann gibst du es mir zurück einen Tag später. Warum nicht? Dann hast du die Sachen ja auch sozusagen einmal getestet und in der Hand gehabt. So verkaufst du es viel einfacher als Affiliate. Das vergessen total viele. Ne? Also, wenn du das in eine Kamera hältst und beweist, dass du es hast, und dann gleichzeitig kannst du halt besseres Feedback geben. Wir gehen in die Lego-Nische rein. Der Vorteil ist, wir haben jetzt hier vorne noch eBay und hier gibt es auch Lego. Oh, wer hätte das jetzt gedacht? Und hier gibt es sogar alte Sachen. Und wie promoten wir das? Ein paar Sachen sind natürlich erschwinglich, ne? So 18,90 oder so für ein Auto. Rein theoretisch könnte man das auch zusammenbauen und sofort wieder verkaufen, wenn du es günstig gekauft hast. Aber im Großen und Ganzen wäre es natürlich cool, wenn du dann halt sowieso Fan bist und kaufst die Produkte und baust die auf. Oder hast, wie gesagt, jemand, der dir die zur Verfügung stellt. Und ja, bei eBay gibt es auch ein Partnerprogramm. Und ja, Partnerprogramme, Amazon, eBay, Digistore und so weiter, das ist immer kostenlos, dich dort anzumelden. Weil die Frage immer wieder kommt, brauche ich ein Gewerbe? Natürlich, sobald du Gewinne machen möchtest, brauchst du ein Gewerbe. Wie bekommen wir jetzt unsere Kunden? Also, wir haben jetzt das Lego-Set da und haben es dann halt. Und was machen wir damit? Das zeige ich dir jetzt. Wir können zum Beispiel, hier vorne ist ein TikTok-Lego-Kanal. Der hat hier noch nicht mal einen Affiliate-Link. Vielleicht hat er auch einen Affiliate-Link am Handy, die ändern ja immer wieder was bei TikTok. Aber der hat zum Beispiel dieses Kurzvideo, das hat eine halbe Million Aufrufe. Wenn der jetzt hier vorne noch einen YouTube-Kanal verlinkt hätte und seinen Instagram-Kanal und so weiter, wie viele Aufrufe hat der dann auf seine Affiliate-Links? Und der hat einfach mal 160.000 Follower und 2,2 Millionen Likes. Aber das hat einfach eine halbe Million und wir schauen uns das an. Der nimmt sein Handy auf den Teppich und baut da einfach etwas 32 Sekunden lang. Und natürlich könnte er jetzt dann halt noch auf seinen Blog hinweisen, auf seinen YouTube-Kanal und so. Gerade über YouTube kann man da sehr, sehr viel Geld verdienen, weil man die Produkte dann auch noch verlinkt. Und schau dir das Video an, das kriegst du auch hin. Das kannst du natürlich für jede Nische machen, aber für Lego macht das natürlich. Das ist so ein Fun-Faktor. Es macht halt Spaß. Oder? Was sagst du? Und das hat eine halbe Million Leute haben sich das angeguckt. So ein Speedbuilding. Keine Ahnung, was sind die Pommes hier von McDonald's? Ach, das hat noch immer Musik gehabt. Das hat hier Musik. Das ist eine Pommes-Box, oder? Von McDonald's, oder? Okay. Okay.
potato wedges are not really french fries, but I'll eat those french fries. McDonald's got the best fries. I love french fries. Und das, was sehr schade ist, die Videos sind jetzt schon ein bisschen älter, ne? Also der hat auf einmal aufgehört. Er ist ja erfolgreich und hört dann auf einmal auf, so Mini-Videos zu produzieren. Warum? Und natürlich können wir dann auch Facebook nutzen. Ja, es gibt auch Lego-Gruppen auf Facebook. Wir können unsere Videos dort rein posten und. Schau einfach mal, wie viele Lego-Gruppen es gibt, um eine weitere Traffic-Quelle zu bekommen. Hier sind einfach mal 33.000 Mitglieder drin. 33.000 Mitglieder. Und natürlich können wir auch YouTube-Videos machen. Diese Person hier hat einfach mal vor 16 Stunden ein Video hochgeladen mit 15.000 Aufrufen. Und jetzt schauen wir uns das einfach mal an. Komm, ganz kurz. Der Preis zu hoch, die Qualität zu niedrig. Also eine tolle Kamera hat er da und Licht und so weiter. Aber rein theoretisch kannst du auch mit dem Handy anfangen. Und er redet einfach 24 Minuten über ein Lego-Set. Über das gleiche Lego-Set redet er 24 Minuten. Und vielleicht hast du sogar ein paar Leute in deiner Nische und die haben diese Produkte. Und wer, das kann jetzt auch Mittelalter sein, das kann, du bist Angler und. Wir können hier vorne nochmal ganz kurz reingucken, was gibt es denn da? Und auch im Bereich, alleine im Bereich Spielzeug gibt es auch so viele Videos und so weiter. Und du siehst ja, 15.000 Leute haben sich das angeguckt. Meinst du, wie, wenn der dann halt sagt, hier, du möchtest das Produkt kaufen, benutze doch gerne meinen Amazon-Link darunter, dann kaufen das Dutzende Leute auf einmal durch ein Video. Und das Video ist die nächsten Jahre auch online und du kannst damit Geld verdienen. Es gibt hier noch zum Beispiel etwas, Masters, vielleicht kennst du das, Masters of the Universe. Und das sind neue Figuren, die gibt es auch überall zu kaufen. Und die Leute stellen einfach die Figuren vor. Willkommen auf Planet Eternia Sicht. Der auch bei dir eine schön gestellt. Und der macht ein 6-Minuten-Video und stellt einfach diese Figur vor oder so. Auch eine Hobby-Nische, ne? Für Sammler oder so. Und natürlich bekommst du diese Figuren auch. Und die machen das teilweise sogar alle noch sehr, sehr schlecht. Er hat hier noch nicht mal Amazon Store. Da hat er einen Link. Aber jetzt nicht so krass. Und auch hier vorne in den Kommentaren hat er nichts drin oder so. Und auch da wieder könntest du halt einfach diese Figuren promoten. Und Vorstellungsvideos machen über neue Produkte und so weiter. Und das zu jeder Hobby-Nische. Du kannst einfach gratis, und vielleicht hast du sogar jemanden oder du hast auch noch alte Figuren oder so. Die Leute freuen sich auch, wenn sie alte Sachen sehen oder so. Und das funktioniert einfach. Und wir können jetzt noch mal ein bisschen weitergehen. Wir haben ja jetzt zum Beispiel auch Blogs, ne? Also du könntest dann halt hier für ein paar Euro im Monat einen Blog machen und das verknüpfen, diesen Inhalt, den du in Videoform hast. Wir sind jetzt hier auf Lego Blogs und hier erscheint wohl jeden Tag ein Blogbeitrag. Und du siehst, hey, das ist vom Designer einfach so eine Standardvorlage. Und in diesem Blog sind auch einfach diese Sachen einfach aufgeführt. Ne? Also ein ganz normaler Standardblog. Ich hoffe jetzt, also es fehlen hier ein paar Einnahmequellen. Also es sieht so aus, als ob die kein E-Mail-Marketing machen. Die haben keine AdSense-Werbung. Und ich hoffe, dass die zum Beispiel auch die VG Wort, hoffentlich verdienen die damit Geld. Du kannst ja auch da 40 Euro pro Artikel pro Jahr verdienen. Einfach. Und wenn du jeden Tag einen Artikel herstellst, wie diese hier, das sieht wirklich so aus, als ob die jeden Tag einen Artikel raushauen. Und das sind 365 Artikel im Jahr. Und das mal 40 Euro. Das ist einfach Vermögen, was die damit verdienen können. Auch hier Stone Wars oder so. Ne? Und der Vorteil ist halt hier vorne, sie hauen auch teilweise Angebote raus. Und Angebote sind natürlich Affiliate-Links. Also die Leute kommen auf diese Seite, um etwas zu kaufen, weil du dann halt die Angebote für die Leute raussuchst, neue Lego-Angebote. Das sind wohl die September-Angebote. Und wir können auch hier wieder draufklicken und können die Sachen kaufen. Den Darth Vader-Helm. Und
Hier vorne sehen wir auch Stone Wars und Schnäppchen 21 und so weiter. Also das heißt, wenn wir ihn jetzt kaufen, bekommt die Seite Stone Wars dafür Geld. Und das ist einfach ein Blogartikel, ne? Da ist hier ein bisschen Text, die Produkte und dann hier vorne nochmal ein paar Sachen aufgeführt. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon die, die Richtlinien erfüllt für VG Wort. Aber vielleicht macht er darüber auch nochmal 40 Euro oder so. Wie geil ist das denn bitteschön? Ha? Wie geil ist das denn bitteschön, wenn du so Geld verdienst, ohne Startkapital. Und einfach mit Sachen, die Spaß machen und nicht Geld verdienen, Nische und versuchen, den anderen etwas beizubringen, was du selbst nicht kannst. Weil, oh, das nervt mich immer. Und ein Blog, zum Beispiel bei Oil Inkel, na? Das ist für 3 Monate meistens kostenlos und du kannst 3 Domains für 5 Euro im Monat. 5 Euro? Ein Kaffee, eine Kaffeespezialität bei Starbucks oder so kostet genauso viel wie dein Business. Und YouTube ist gratis, Facebook ist gratis, TikTok ist gratis, ja, eine Kamera. Aber am Anfang reicht einfach eine normale Handykamera, auch wenn dein Handy 2 Jahre alt ist oder so. Du kannst Querfilm, Hochkantfilm, passt alles. Und dann kannst du dann halt daraus investieren oder so. Das würde ich dir empfehlen. Und ja, die Partnerprogramme sind gratis. Und wir können ja auch noch mal ganz kurz, was haben wir? Haben wir hier noch was? Spielzeug. Was haben wir? Spielzeug, dreijährige Spielzeugfiguren. Was haben wir denn unter Spielzeugfiguren? Vielleicht finden wir auch noch eine weitere Nische oder so. Nee, das ist jetzt nicht so das. Aber eine tolle Playmobil, ne? Die Leute, wir können da ganz so. Playmobil? Was haben wir da? Und hier kannst du auch immer mal wieder so ein bisschen rumsuchen, was die Leute suchen. Polizei, Feuerwehr, Zoo, Auto, Figuren und so weiter. Und Playmobil baut jetzt gerade Autos für Erwachsene. Kein Kind kauft sich ein 300 SL und sagt, hey, ich möchte ein 300 SL haben. Das macht ein Porsche vielleicht noch oder so, aber ein 300er SL, nein. Oder hier Scooby-Dooby-Doo. Ich weiß nicht, ob das heute noch im Fernsehen kommt oder so. Das ist aber aus meiner Kindheit eigentlich, Scooby-Dooby-Doo. Oder auch Kit gibt es auch. A-Team, Scooby-Dooby-Doo Haus sogar. Ne? Oder hier Zurück in die Zukunft. Die meisten Kinder wollen nicht zurück in die Zukunft. Das ist für Erwachsene, ist das gebaut. Also, sorry. Und wir haben hier noch viele. Oder auch ein James-Bond-Auto, Goldfinger. Kein Kind will, sagt, oh, kein 8-jähriges Kind oder ein 5-jähriges, 6-jähriges Kind sagt, oh, ich möchte von James Bond Goldfinger den Aston Martin haben oder so. Und Asterix und Obelix habe ich auch in Dings gesehen letztes Mal in Paris im Geschäft. Wusste ich jetzt gar nicht, dass die. Oder Star Trek. Die alte Besatzung von Star Trek oder so. Es gibt sogar die große Star Trek Enterprise oder so. Und was haben wir noch? Kit. Hier, 61 Euro für Kid. Ich glaube nicht, dass die Kinder heute Knight Rider kennen oder so. Das ist alles für Erwachsene und du packst die Sachen dann aus und machst dann halt einen Nischenblock und so. Und pass ein bisschen auf wegen Lego und Playmobil und so, wegen die Markennamen und so. Guck, was die Firmen da halt erlauben, was du da halt nennst. Also eine Domain mit den Markennamen würde ich auf gar keinen Fall machen oder so. Und das ist halt so, so verdienst du Geld mit Affiliate-Marketing. Ja, ja, vielleicht musst du auch hier ein bisschen was investieren für die Figuren, aber vielleicht ist es sowieso schon dein Hobby und du kannst damit dein Hobby mit 0 Euro starten, weil du die Sachen sowieso hast. Ist das cool? Ich finde das sehr, sehr geil. Also, sorry, so startet man mit Affiliate-Marketing. Wenn du mehr Informationen haben willst und so, gerne abonnieren, gerne die Glocke betätigen. Und mein Jetset-Affiliate-System, da zeige ich dir ja sowieso sehr viel, wie das geht. Okay, das war's von mir. Fazit, ist auf jeden Fall perfekt. So, einfach so zu starten. Mach es einfach. Was hält? Das ist eine Pizza. Du frisst eine Pizza weniger, holst dir eine Domain und startest einen Blog. Ich habe hier vorne noch ein Video. Hol dir das. Ich bin raus.